Moin! Ich habe unseren 215er dabei. Vorne noch im Gewichtsklotz da drin. Sieht man vielleicht, die, ich glaube 700 Kilo sind das von Sua. Und hinten unseren Lemken Juwel 7, wenn ich es richtig habe. Sprich unseren 5-Scharflug von Lemken. Ich gestern Abend noch angefangen und habe begonnen, das Rapsland zu pflügen, weil die Rapsvermehrung muss unbedingt in den Grund. Wir haben jetzt Anfang September, bedeutet, der Raps muss rein. Bekannter von uns, mit dem ich Samstag noch gesprochen habe, der hat Samstag schon seinen Raps, seinen normalen Hybrid-Raps in die Erde bekommen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Feld. Den Raps bekommen wir auf unserem größten Stück, 18,9 Hektar. Genau, und den will Johannes dann nachher legen, dementsprechend muss ich jetzt die Vorarbeit machen. Ich bin auf dem Feld angekommen. Wunderschöner Sonnenaufgang, wenn ich das so sehe. Also, hier war letztes Jahr Wintergerste drauf. Wie gesagt, 18,9 Hektar. Und die Wintergerste, da haben wir eine Lage Gülle drauf gefahren. Weil die Flächen sind nicht mehr im roten Gebiet, deswegen dürfen wir das wieder. Nur ganz bisschen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 10 Kubik. Und dann sind wir hier mit einem Kombi-Plow durch. Der, ja, man sieht, mein Fuß, der geht richtig weg in der Reihe, wo er gefahren hat. Einfach um so ein bisschen die Gülle einzuarbeiten und eine Tiefenlockerung zu bekommen. Und dann komme ich jetzt mit dem Flug. Und ja, ich will gar keine große Tiefenlockerung. Ich will eigentlich nur ein geiles Saatbett machen. Und ja, hier war ich gestern schon angefangen. Irgendwo, ich würde behaupten, 3,5, 4 Hektar habe ich jetzt schon gepflügt. Der Packer, der liegt hier noch von gestern Abend. Deswegen eben Packerarm ausklappen und dann geht's los. Da. Genau, wir pflügen irgendwo 20 bis 25 cm, ist leider durch den Kombi-Plow, der hier die Vorarbeit gemacht hat, relativ unterschiedlich, wie weit das Rad einsinkt. Genau, Johannes ist hier jetzt schon zugange am Säen und der hat jetzt den Keil gerade gemacht, hat so mit Papa das eben ein bisschen eingestellt und jetzt sollte ich mal eben einmal hoch und runter fahren mit der Maschine, dass er sich das genauer angucken kann, wie das genau passt mit der Ablagetiefe und Ablagegenauigkeit. Einfach damit wir, ja, das Korn nachher optimal liegen haben. Genau, da kommt er. Ist auch ein bisschen doppelt gemoppelt. Wir arbeiten mit Flug und Packer. Und dann bei dem Geschoss noch wieder mit Frontpacker. Aber geht einfach darum, durch den Kombi-Plow und dann natürlich Flügen, bekommt man natürlich im Boden, ja, die Kapillaren, die werden komplett zerstört. Die sind nicht mehr da und einfach um die tiefe Rückverfestigung zu machen, machen wir es lieber doppelt. Genau, so Johannes. Moin. Was machen wir hier? Also ich pflüge, das habe ich erzählt. Pflüge. Ja. Ich versuche unseren Vermehrungsraps zu säen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sebastian gerade schon einmal rumgeschwenkt hat, dass ich ja ein bisschen... Ja, so ein bisschen, aber ich glaube, man sieht es auch nicht so aus. Gut auf der... Ja, allerdings. Genau, hier sind jetzt 9 Meter Mutterlinie schon drin. Man sieht es wahrscheinlich schlecht im Geflügten. Und hier sind jetzt 4,5 Meter. 4,5, ne? 4,5, ja. 4,5 Meter einfach noch das Geflügte. Da kommt nachher 3 Meter Vaterlinie rein und rechts und links dann jeweils ein 75 cm Streifen, wo dann nichts ist, einfach damit man die Mutter- und die Vaterlinie hundertprozentig voneinander trennen kann. Damit da bloß nicht irgendwie Vaterlinie mit in die Mutterlinie reinkommt. Genau. Jetzt ruft uns gerade schon unser Anbauberater an, der wollte nämlich auch noch vorbeikommen. Ja. Cool. Gut. Hey, genau. Wir probieren das mal eben einmal alles einzustellen und sobald es eingestellt ist, dann melden wir uns wieder. Ich zeige euch mal was. Also, wir haben hier unsere Centaia. Der Tank, der fasst insgesamt 1 Tonne Saatgut. Ich glaube, wir haben momentan so gefühlt 1,5 Kilo drin. Ja, Rapsaatgut ist ja sowieso sehr klein und dann auch noch was ist das Blaue? Wie das Blaue? Ja, die blaue Farbe. Achso, ist eine Beize. Ja gut. Deswegen. Aber sieht schon süß aus. Ich habe da jetzt gerade auch das erste Mal reingeguckt. Ja, ich habe jetzt 5 Kilo erstmal reingetan. Ja gut, 5 Kilo sagt er. Damit wir erstmal wissen, ob das von der Saat
Stärke ungefähr hinkommt. Ich habe jetzt so einen knappen Hektar, glaube ich, muss ich gleich mal drauf gucken. Und 2 Kilo pro Hektar ist Aussatzstärke. Das ist nicht ganz viel. Nee. Ja, moin moin. Jetzt auch mal aus der Schlepperkabine. Ich habe gerade nur geguckt, ob alles passt. Wir sind hier jetzt am Rapsäen, das hat Sebastian ja auch schon gesagt. Gerade ja auch einmal von außen gezeigt. Bin jetzt hier zugange. Hier angefangen. Keil ist fertig und dann schon 3 fertige Bahnen. Und jetzt ja bei der 4. bei, plus Keil. Also ja, so einen guten Hektar, wenn man die Vaterlinie mitrechnet, haben wir jetzt fertig. Und das ist immer erstmal zum Einstellen und Gucken und Machen und Tun. Das passt aber. Unser Anbauberater war gerade auch noch da. Er sagte auch, sieht soweit gut aus. Die Bedingungen sind eigentlich auch echt gut. Wir haben Feuchtigkeit im Boden durch die Niederschläge, die wir jetzt ja diesen Sommer dann hatten. Und jetzt haben wir warme Temperaturen, warme Bedingungen. Also normalerweise müsste der Raps jetzt ja super schnell rausschießen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu trocken wird. Wir haben hier auch ja, in der Mitte so einen Sandberg, beziehungsweise so ein V ist das. Ansonsten läuft es jetzt erstmal. Wir säen mit unserer Drill-Kombination, die ihr schon kennt, also mit der Centaria und dem Frontpacker. Allerdings heute mit dem 165er. Den haben wir jetzt ja diesen Frühjahr dazu gekriegt. Und jetzt wollen wir mal einmal schauen, wie der sich jetzt hier vor der Drille so schlägt. Im ersten Moment scheint es ganz gut zu funktionieren. Wir haben ja extra dann jetzt auch die VF-Reifen genommen, damit wir jetzt auch mit niedrigem Luftdruck fahren. Ich fahre jetzt mit knapp über 1 Bar, ja, also 1,1 Bar. Das sieht auch ganz gut aus. Wir haben natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir ganz wenig Saatgut brauchen, haben wir nur 40 Kilo insgesamt da drin. Aber also 5 Kilo habe ich reingekippt und den Rest Saatgut habe ich mitgenommen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu 1,3 oder 1,4 Tonnen, was da an Weizen reingeht. Und von daher können wir jetzt auch mit einem relativ niedrigen Luftdruck hier fahren. Und da mache ich mir dann auch nicht so viele Sorgen, weil die Reifen halt die hohe Tragkraft haben. Wir haben ja an sich nur einen 650er Reifen, weil wir den ja auch als Beregnungsschlepper nutzen wollen und durch die Kartoffeln durch wollen. Deswegen haben wir uns für den 650er entschieden und nicht einen größeren genommen, also einen breiteren. Aber im ersten Moment muss ich sagen, macht es für mich einen ganz guten Eindruck. Bin da eigentlich soweit mit zufrieden und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen jetzt unser neuer Drillschlepper wird. Schön wendig alles. Dann kann der große vorm Roder bleiben. Im Herbst, da werden wir ja doch noch roden müssen, auch im Oktober. Und hiermit können wir dann Getreide säen. Ja. Ansonsten, Bedingungen sind gut. Mit Packer geflücht. Jetzt nochmal mit Frontpacker drüber. Hier seht ihr auch die Sandkuppe. Die läuft dann so weiter und trifft sich dann in der Mitte mit der Sandkuppe, die von da hinten kommt. Ja, und da haben wir dann den schönen Berg. Und nach hinten, den wird es dann besser, der Boden. Jetzt haben wir natürlich echt austrocknende Bedingungen. Von daher müssen wir jetzt auch schnell hinter den Pflügen hinterher. Aber wie man sieht, ganz viel Staub produzieren wir noch nicht. Ganz bisschen ja, aber das hält sich alles noch im Rahmen. So bin ich da jetzt erstmal gut mit zufrieden und relativ entspannt, dass das wohl passen sollte. Hier könnt ihr jetzt einmal den Bildschirm sehen. Aussatzstärke sind 2 Kilo pro Hektar. Das ist natürlich ziemlich wenig. Und ja, 1,7 Kilo haben wir jetzt schon raus, 0,83 Hektar. Und ja, das sollte soweit hinhauen. Was sagt uns der Hektarzähler? Bearbeitete Fläche 1,7 Hektar. Das bedeutet, dass der Hektarzähler wohl falsch zählt. Ja, das haben wir ja schon mal gehabt. Der zählt immer nur die Hälfte. Warum auch immer. Ja, kleines Status-Update. Wir haben jetzt schon einen ganzen Teil geschafft. Dass wir sehen, das ist alles fertig. Hier könnt ihr das auch sehen. Ich mache mal einmal hier oben die Ansicht. Also von der Fläche ist schon, ja, doch bis hier. Was sind das? Also rein theoretisch 6,5. Da müssen wir jetzt 50% nochmal drauf rechnen, also 3 Hektar. Ja, dann hätten wir gute 9 Hektar fertig. Also so
ja, Pi mal Daumen, die Hälfte der Fläche ist jetzt fertig, weil wir hier natürlich das Vorgewände und so außenrum zu alles noch haben. Mit 19,5 Meter, da kommt natürlich noch einiges dazu. Ansonsten ja, sieht das hier nicht mehr so viel aus. Also in der Fläche sollten wir das heute eigentlich, denke ich, alles noch fertig kriegen. Das ist jetzt 4 Uhr. Ich habe heute Abend noch einen Termin. Von daher, ja, denke ich, mache ich in der Fläche das heute fertig. Und dann geht das morgen mit Vorgewände und Vaterlinie weiter. Macht richtig Spaß. Auch der Kleine hier doch, der schlägt sich da ziemlich gut mit. Doch, das schockt. An sich ist Drillen, finde ich, auch immer irgendwie eine geile Aufgabe. Es ist einmal so, ja, fürs neue Jahr starten, die neue Saat ausbringen, neue Saison beginnen und mit den gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen dann ja, wieder was Neues probieren und neue Ansätze verfolgen. Das macht, finde ich, immer riesig viel Spaß. Von daher mag ich das auch gerne tun, also säen. Sebastian ist da hinten noch am Pflügen. Das ist wirklich nur, da könnt ihr sehen, da, dass wir wirklich jetzt nur irgendwie so 2 Stunden oder so das Liegen haben und dann sofort, ja, das Drehen. Ich würde das gerne auch noch ein bisschen enger haben, aber heute Morgen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Ja, das ist so ungefähr die Stunde, die jetzt fehlt, die ich heute Morgen eigentlich schneller sein wollte. Wir haben jetzt leider keine Drohne hier und können deswegen leider keine Aufnahmen von außen machen. Das wäre halt noch ganz cool. Aber sind eigentlich alle hier gut beschäftigt, von daher sieht das nicht so gut aus. Es wird Zeit, dass Alexander wieder kommt, dass der sich dann ums Film kümmern kann mit Drohne und Co. Das ist dann ja schon geiler, als ja, wenn man jetzt arbeiten muss und filmen gleichzeitig. Dann kann man ja nicht ganz viel anderes machen, als aus der Kabine hier zu filmen. Vielleicht kriegen wir es gleich noch hin, dass Sebastian dann nochmal herkommt, dass er nochmal ein paar Aufnahmen außen macht oder so. Ansonsten läuft das. Muss gleich nochmal in den Saattank gucken. Ich hatte jetzt immer nur eine Tüte nach der anderen reingeschmissen, damit man das so ein bisschen überwachen kann. Und wenn das ist, dass man da nicht zu viel Saatgut rausnehmen muss. Jede Tüte sind ja auch sofort 2,5 Hektar. Von daher ja, passt das eigentlich auch wohl, dass man dann nicht so viele auf einmal rein oder immer nur eine Tüte reinschmeißt und dann alle 2,5 Hektar einmal reinguckt, nächste reinschmeißt. Ich habe jetzt 6,83 Hektar. Das bedeutet, wir müssen jetzt 13,6 Kilo verbraucht haben. 15 haben wir reingeschmissen. Also so 1,5 müssen jetzt noch drin sein. Ich kontrolliere jetzt einmal. Und vielleicht sähe ich auch einfach weiter. Vielleicht mache ich wieder voll, weiß ich noch nicht. Schätze ich sehr weiter, wenn das aussieht, als wenn das passt. Ja, wenn es nicht passt, dann mache ich irgendwas anderes. Aber, boah, ich glaube, ganz schlecht ist nicht. 1 Kilo sowas könnte da wohl noch drin sein. Ja, das kann man hier nicht so sehen, aber hier ist der Trichter und bis hier ist das Zellenrad. Also dieser Bereich, da ist überall Saatgut. Wenn wir jetzt reinschauen, dann ja, ist der Trichter im Prinzip gerade vorbei. Also wir sind jetzt da unten, sieht man es, da ist das Viereck, was dann runter aufs Zellenrad geht. Wenn wir jetzt hier schauen, ja, also den Bereich, da haben wir von hier bis hier, haben wir noch auf jeden Fall Saatgut. Hier auch, also so 1,5 Kilo, das denke ich, das haut schon hin. Ich sähe jetzt einfach nochmal einen halben Hektar und dann weiß ich es ziemlich genau. Aber eigentlich mache ich mir da jetzt gerade nicht so große Sorgen. Aber man will das ja trotzdem dann einmal überwacht haben und genau haben. Und von daher sähe ich jetzt noch einen halben Hektar, dass wir einen halben Kilo Restmenge haben. Und dann schmeiße ich gleich wieder eine Tüte rein. Oder vielleicht 2, dann kann ich es fertig machen. Muss ich mal gucken. Ja, hier haben wir jetzt unseren Verteilerkopf. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich schätze nicht, aber hier haben wir jedes zweite Pfeife dicht. Also hier angefangen, der, ja genau, der ist zu, offen, zu, offen, zu, offen, zu. Also dadurch haben wir unsere 25 cm Abstand. Wir säen jetzt nur mit der hinteren Sähreihe. Die sät jetzt, die vordere ist ausgeschaltet oder haben wir manuell halt dicht gemacht. Genau, so sieht's aus.
Damit haben wir dann jetzt unsere 25 cm, die wir in der Vermehrung ja auch brauchen. Und haben wir letztes Jahr auch so gemacht. Klappt ganz gut. Ist schon schick so. Sieht zwar vielleicht ein bisschen klein aus, aber passt. Wenn da jetzt natürlich dann noch 1,5 Tonnen oder 1,3, 1,4 Tonnen Weizen drin sind, dann weiß ich nicht mehr, wie das so passt. Aber jetzt, also im Frühjahr haben wir auch schon Mais mitgelegt. Hat auch gut funktioniert. Doch, doch, haut hin. Gefällt mir. Dann können wir auch schön mit dem großen Pflügen, was wir sonst ja nicht gemacht haben. Sonst haben wir ja dann tendenziell mit dem 185er gepflügt. Aber der tut sich dann mit Packer und Co. schon schwer. Von daher, so rum, glaube ich, geht das ganz gut. Ja, wir kriegen so fast 4 Stollen in den Eingriff. Theoretisch denke ich, könnte man auch noch mehr machen, aber man tut sich dann ja doch schwer. Man will dem Reifen ja nicht schaden. Ja. Jetzt ist es auch noch ein bisschen wärmer geworden. Vielleicht hat sich die Luft auch noch ein bisschen ausgedehnt. Man ist dann ja doch immer irgendwie vorsichtig. Ich weiß nicht, falls irgendwer Ahnung davon hat, wie schlimm ist das wirklich? Noch platter bei den VF-Reifen. Eigentlich sind sie ja dafür konzipiert und dafür gemacht. Ansonsten sehe ich so nichts. Sieht alles gut aus. Weitermachen würde ich sagen. So, jetzt haben wir nächsten Tag. Wir haben gestern Abend in der Fläche noch alles soweit fertig gemacht. Hier könnt ihr das sehen. Schön streifiger Acker. Und jetzt bin ich gerade dabei, hier außen und zu die Vorgewände zu säen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Die Innenbahn habe ich schon einmal fertig. Jetzt fange ich außen dann an. Also die äußersten 3 Meter bleiben liegen. Da kommt ein Vater drum zu. Jetzt sehe ich 9 Meter Mutter. Und dann haben wir in der Fahrgasse, die Vorgewende-Fahrgasse, auch einen Vater. Ja, da bin ich jetzt bei. Das hat gestern eigentlich alles super geklappt. Relativ, ja, doch unproblematisch, relativ schnell sind wir durchgekommen. Das hat mich sehr gefreut. Rest Mutter, denke ich, hoffe ich, bin ich bis zum Mittag fertig. Und dann heute Nachmittag noch den Vater. Und dann haben wir den Vermehrungsraps auch schon wieder drinne. Sebastian sollte jetzt noch einmal hier die Furche dicht grubbern, die beim Pflügen da reingekommen ist, damit wir da nicht so rüberholpern müssen, gerade weil wir ja nicht jeden Bereich säen, sondern die 75 cm Trennstreifen immer haben, wo wir dann nicht kreiseln und nicht ackern. Und von daher denke ich, macht das wohl Sinn, dann dort einmal mit dem Grubber rüber zu fahren, damit wir es ordentlich gerade haben und auch mit der Spritze und Co. da nicht so durch holpern müssen. Ja, hierbei hilft das GPS jetzt natürlich auch noch richtig, dass wir außen jetzt die 3 Meter liegen lassen können und auch dann die Fahrgasse mit 4,50 Meter liegen lassen können und dann hier schon die Bahn vorhersäen und da, dass wir die Mutter in 1 fertig säen und da nicht zweimal umsetzen müssen. Also GPS, geile Erfindung. Ich bin immer noch jedes Mal begeistert davon, wieso und wofür das alles hilft und was man da alle für Vorteile von hat. Also, ja, ich will es nie wieder missen, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, da ist Sebastian, grubbert noch eben die Furche dicht, dann ist das auch alles nachher ordentlich und schick. Wir haben jetzt das Vorgewände im Prinzip genauso behandelt wie die Fläche. Also wir haben gestern Abend dann noch einmal mit dem Tieflocker aufgezogen und danach gepflügt. Also, sodass wir da hoffentlich auch gute Bedingungen geschaffen haben. Ansonsten hat man ja auf dem Vorgewende schnell einen Minderertrag, gerade wenn man es vorher schon pflügt oder aufzieht oder so, dann drauf dreht, dann verdichtet man das ja doch ganz schön. Und da hoffen wir jetzt, dass wir das jetzt soweit unterbunden haben und dass wir jetzt auch auf dem Vorgewende nachher gut ernten. So ist die Hoffnung. Müssen wir abwarten, ob das auch alle so klappt. Aber man versucht das ja
damit das auch alles ja, ordentlich ist und man nachher hoffentlich einigermaßen was erntet. Dieses Jahr war das ja schwach, aber wir blicken ja mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft. Von daher wird das nächstes Jahr bestimmt wieder eine sehr gute Rapsernte. Ja, Einzelkorn wäre ein bisschen schicker. Die Technik haben wir jetzt nicht selber und gerade bei diesen Wetterbedingungen habe ich gedacht, ist es vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn man dann direkt ins Geflüchte reinsät und nicht erst ein oder zwei Tage später kommt. Das ist ja so ein bisschen der Nachteil, weil die dann ja doch, also Einzelkorn ist ja in der Regel dann 6-9 Meter. Da muss man dann auch eben einen Tag vorarbeiten, damit das dann auch alles passt. Und pflügen und kreiseln müssen wir sowieso. Jetzt säen wir auch sofort beim Kreiseln mit, haben also eigentlich keine Arbeit mehr und dann ist es sofort in den feuchten Boden drin. Ob ich damit richtig liege oder ob die Einzelkornsaat doch das Bessere wäre, ich weiß es nicht, kommen wir hinter. Ihr könnt ja sonst vielleicht mal eure Meinung sagen zu Einzelkornraps oder Breitsaat. Also wir haben jetzt ja 25 cm Abstand, aber mit einer normalen Pneumatik-Sämaschine ausgesät. Also nicht so vereinzelt wie halt mit Einzelkornsaat. Sagt mal eure Meinung, schreibt sie mal in die Kommentare und was euch sonst so auffällt, was man noch besser machen könnte. Alles schön aufeinander abgestimmt. So finde ich das herrlich. Dann schockt das, ey. Schön gemeinsam hier auf dem Feld zusammenarbeiten. Der eine bereitet das für den anderen vor, freut sich dabei. Ja, schön, herrlich. Ja, ich mach das. Dann das Wetter dabei. Da kriegen wir richtig gute Laune, würde ich sagen. Ja, Mutter ist schon mal drin. Alles gut geklappt. Es war ein bisschen ärgerlich. Wir mussten jetzt noch eine Tüte Saatgut anbrechen für 100 Gramm. Erstmal hat das alles top geklappt, alles gut. Haben jetzt von den 18,8 12,44 gesät. Das könnt ihr hier sehen, die 12,44. So sieht die Fläche jetzt aus. Schön, die orangenen Streifen sind noch frei und das andere ist grün und da säen wir dann jetzt gleich den Vater rein. So, Sortenwechsel haben wir hinter uns. Jetzt könnt ihr wohl sehen, jetzt fängt das an, hier Streifen zu bilden. Trennstreifen, Trennstreifen und in der Mitte jetzt der Vater. Und so säen wir das jetzt rein. Ja, schön nochmal glatt gegrubbert. Das sieht doch super aus, da kann man dann auch super mit der Spritze durchfahren. Ja, jetzt säen wir den Vater und dann haben wir es auch schon geschafft. Also jetzt schön mit Packer geflücht, dann sollte das auch jetzt einen Tag später noch gut gehen. Hier auf dem Vorgewinde haben wir natürlich erst gestern Abend geflücht. Ist auch alles kein Problem. Ich schätze, in der Fläche wird es gleich wohl ein bisschen stauben, aber das sollte auch noch kein Problem sein. Das wird auch noch alles gut sein. Ja, so ist ganz entspannt. Laufen lassen. Jetzt müssen wir hier mal die Linien reinsäen und Verschiebungen müssen wir drauf aufpassen. Hier haben wir 0,75 und hier haben wir 2,75, also 1,5 mehr. So wie bei den anderen, weil die wir ja 4,50 Meter haben hier zwischen. Genau, da müssen wir jetzt immer aufpassen, aber sonst jetzt einfach hin und her fahren und dann geht das ganz gut. Stauben tut es jetzt leider schon ein bisschen, aber was will man bei so einem Wetter auch erwarten? Jetzt staubt er schon ganz schön, also das bestätigt mich immer wieder, dass das Direkte schon ja, eigentlich die beste Wahl ist, sofern man da irgendwie das hinkriegt und sofern halt das nicht zu feucht ist. Aber ansonsten Getreide, Raps würde ich sagen, möglichst direkt einsäen. Andere Strategie kenne ich jetzt, dass man die Bodenbearbeitung relativ da weit im Voraus macht. Dann muss man allerdings natürlich aufpassen, dass dann die ja, nicht nur Trockenheit ist, sondern auch Regenschauer mal, dass sich der Boden wieder setzt und dass man halt dann danach sät, wenn das dann passt. Aber ja, ich finde, für uns passt das mit dem Direkten eigentlich ziemlich gut und wenn ich das hier sehe, dann würde ich auch sagen, ist das Direkte auch eindeutig die beste Variante. Man kann allerdings sehen, hinten raus, Feuchtigkeit ist noch im Boden. Einfach durch das Pflügen mit Packer haben wir die Feuchtigkeit im Boden gehalten. Klar, oben die obersten paar Zentimeter sind ausgetrocknet, da kommt man nicht drum zu, aber der Rest
sieht auch gut aus. Von daher denke ich, sollten wir auch einen vernünftigen Feldaufgang hinkriegen. So, mit Bildern aus der letzten ordentlichen Bahn könnt ihr wohl sehen, es ist jetzt das meiste Grün. Würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Sonntag, schönes Restwochenende, einen guten Start in die neue Woche. Ich hoffe, ihr habt alle euren Raps drin und dass er jetzt wachsen kann und dass jetzt vielleicht noch mal ein paar Liter Regen kommen, sodass er auch richtig gut losgehen kann, was hier ja schon ein bisschen doll ist mit dem Staub schon wieder. Aber ich denke, außer auf diesen Sand gucken, müsste das eigentlich alles noch passen durch die Feuchtigkeit, die wir einfach haben. Und ja, damit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal und lasst euch gut gehen.